Was geht ab, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Und Freunde, wie versprochen, heute der zweite Song von dem neuen Apache-Album Treppenhaus. Wir haben uns gestern schon 28 Liter angehört, beziehungsweise heute Nacht. Falls ihr es verpasst haben solltet, checkt oben im i die Playlist ab, beziehungsweise das Video oder auf meinem Channel einfach vorbeischauen. Und jetzt haben wir Sie ruft, den zweiten Song, so gesehen in der richtigen Reihenfolge von dem Album. Viele von euch haben gesagt, dass 28 Liter somit der beste Song sogar vom Album ist. Deswegen, ich bin sehr gespannt, wie sich jetzt, nachdem ich ihn ja schon gehört habe, das restliche Album verhalten wird. Und ihr meintet, das Album hat eine verdammt coole Reihenfolge. Von daher macht es umso mehr Sinn, dass wir das auch in der richtigen Reihenfolge hier hören. Wir haben jetzt, wie gesagt, Sie ruft. Ich bin sehr gespannt. 28 Liter hat mich schon echt umgehauen und ich bin wirklich jetzt excited zu hören, inwiefern sich dieser Style durchs Album ziehen wird oder eben nicht. Let's go. Der Beat erinnert so ein bisschen an das Pfeifen, was man in 28 Liter gehört hat. Seine Straße steht leer, wenn die Sonne sie verlässt. Er schließt leise seine Tür, damit er sie nicht weckt. Oh, ich mag das Tempo vom Beat, ich mag das Tempo vom Beat sehr gerne. Unterwegs jede Nacht, auch wenn er sie damit verletzt. Keine Regel, keinen Funken, Hoffnung, kein Gesetz. Was kann ich denn bitte dafür? Schon wieder angezeigt, die Polizei. Wie seine Stimme so stretched, ich liebe das, Mann. Wie in einem guten Yoga-Kurs, einfach gestretched kurz. Was kann ich denn bitte dafür? Schon wieder angezeigt, die Polizei steht vor der Tür. Sie stellen das Verfahren ein, ich habe dich damals verführt. Aber sie hat dich berührt und heute trägst du Haute Couture. Du brauchst nicht weinen. Mein Blut an meinem Shirt ist nicht meins. Ey, der Beat ist eine 1+ wieder. Der Beat ist wirklich wieder eine 1+. Also wirklich, Lucry und Sven haben hier krasse Arbeit geleistet bis jetzt. No joke, der Beat ist eine 1+. Nein, das Blut an meinem Shirt ist nicht meins. Schlaf du in Ruhe, ich bleib heute daheim. Ich lieb dich schon, aber du weißt Bescheid, Baby. Tut mir leid, die Straße, sie ruft. Ja, sie ruft. Also wirklich, die Beats bis jetzt sind eine 1+, muss man einfach sagen. Sie ruft. Ja, sie ruft. Ja, sie ruft. Ja, sie ruft. Damn. Seine Straße ist voll, wenn die Sonne wieder kommt. Doch er sitzt zu Hause und trinkt Whisky on the rocks. Er tankt ein bisschen Kraft und läuft hinter dem Block. Mit einer schwarzen Sporttasche mit einem silbernen Knopf. Oh. Ey, erstmal, das erinnert mich sehr an, vielleicht ist es sogar eine Anspielung. Mit einer schwarzen Sporttasche mit einem silbernen Knopf. In einem schwarzen Fotoalbum mit einem silbernen Knopf. Ist das vielleicht eine Anspielung an Sido Bilder im Kopf gerade? Weil wir wissen ja spätestens seit 2002, dass er damals auch schon Fan von Sido war und er so ein kleines Idol von ihm irgendwie war. Vielleicht war das eine Anspielung gerade. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ich finde es sehr, sehr nice, wie er das so geschichtlich verpackt und beschreibt, wie genau und detailgetreu er hier alles beschreibt, dass man direkt so, wie bei Sido eben auch, Bilder im Kopf hat direkt. Damn, doppelte Anspielung gefühlt. Mit deiner schwarzen Sporttasche mit einem silbernen Knopf. Zwei Ringe an jeder Hand, T-Shirt im Hosenbund. Ja, ich vergifte das Land. Sag, was ist denn nicht schon gesund? Nein, ich werde nicht gefahren. Rosane Skimaske rein in die Bank. Alles entspannt. Alles ohne Druck. Oh, wer denn so, dieser Beat langsam ruhiger wird und er so nah ans Mikro geht. Alles ohne Druck. Oh. Ey, das ist wirklich vom Pacing her einfach schön, das Album bis jetzt, ja. Ich finde, ich muss jetzt auch sagen, 28 Liter bis jetzt ein bisschen stärker, würde ich sagen, ja. Aber vom Pacing her, auch dieser Song mit dem Beat, wann der Beat leiser wird, wann er schneller wird, wann Apache selbst ein bisschen lauter wird, leiser wird. Das ist so gut irgendwie, das Pacing ist einfach nice. In die Bank, alles entspannt. Alles ohne Druck, du brauchst nicht weinen. Nein, das Blut an meinem Shirt ist nicht meins. Auch er ein chilliger Song. Bleib heute daheim. Ich lieb dich schon, aber du weißt Bescheid, Baby. Tut mir leid, die Straße, sie ruft. Oh. Ey, dieses Pfeifen liebe ich, schwör's euch. Ja, sie ruft. Die Straße, sie ruft. Ja, sie ruft. Ja, sie ruft. Ja, sie ruft. Oh, haben wir ein schönes Beat-Outro? Wir haben ein schönes Outro. Ey,
ey, no joke, no joke, der Beat war hier, der Beat stand für mich ein bisschen im Vordergrund, weil der Beat so unglaublich schön war. Der Beat war so unglaublich schön. Ey, der Beat ist wirklich eine 1+ hier. Der Beat ist sogar fast schon eine 1++, würde ich sagen. Schöne Atmosphäre. Der Song ist ein bisschen ruhiger, hätte für mich hier und da ein bisschen mehr nach vorne gehen können, gefühlt, ja. Aber ansonsten bin ich mehr als zufrieden. Ich bin mehr als zufrieden mit den bisherigen Songs. Auch die als Musikvideo ausgekoppelt wurden. Nice, Mann. Als zweiter Song auch gut, so langsam reinzukommen. Ich habe das Gefühl, gerade mit Songs wie jetzt Fame als nächsten, habe ich ja gesehen, kommt als nächstes, dass das Album immer ein bisschen schneller wird, vielleicht ein bisschen lauter hier und da. Und sie ruft als zweiter Song jetzt ganz gut, ja. Nicht so stark wie 28 Liter, aber kein schlechter Song. Hier war der Beat ein bisschen im Fokus, fand ich die Melodie. Und trotzdem sehr strong. Trotzdem sehr, sehr strong. Ich bin sehr gespannt, was uns danach erwartet. Fame kennen wir, wie gesagt, schon. Als nächstes haben wir den Beifahrersitz. Alright, Beifahrersitz wird es morgen geben, Freunde. Ich hoffe, ihr seid am Start. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag. Wir sehen uns. Lasst ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Morgen bleibt fresh, so wie immer, Freunde. Ciao.